Die, noch zu jung, um mich zu rächen. Die Falle war ungut. Ich bin bereit. Windskeil. Na komm, für den haben wir noch Platz. Für den auch. Muss man gerade mal gucken. Wir hatten alles Edelsteinchen. Okay, alles gut soweit. Ich war nun gut. Also ja, die Edelsteine. Sind alle verteilt? Braucht ihr etwas? Vita, Mormus, Vita, Mormus, Aya. Okay. Ja, was möchtet ihr? So, da ist eine Winde. Das heißt, da könnten wir nach unten. Oder ist hier ein Brunnen? Mal kurz checken. Ihr seid so weit entfernt. Ich biete meine Dienste und mein Leben, wenn nötig. Dieser uralte Brunnen scheint noch immer zu funktionieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Wassereimer nach oben ziehen. Ich kann nichts mehr tragen. Ihr hebt das doch für mich auf, oder? Die Winde. Ihr dreht die Winde und der Wassereimer beginnt sich langsam auf die Tiefen des Brunnens emporzusteigen. Draußen lange, bis ihr den Eimer greifen könnt. Aus dem schlammigen Wasser des Kübels zieht ihr einen seltsam geformten Helm. Bevor ihr ihn aber genau untersuchen könnt, kommt auf einmal ein Windstoß aus den Tiefen des Brunnens. Ja, weil da ein Luftelementar ist. Ja? Gut, oh, das haut rein, das Luftelementar. So, den können wir auch nicht identifizieren gerade, weil wir nichts zu identifizieren haben. Gut. Wir sind wieder alle angeschlagen. Ich warte. Erstmal die einfacheren Heilzauber aufbauen. Was kann ich tun? Vita, Mormus, Aya. Sprecht frei heraus. Für die beiden reicht das auf jeden Fall. Vita, Mormus, Aya. Gut. Fragt nun, erzählt mir mehr davon. Wo können wir jetzt lang? Süden sagt mir jetzt gerade etwas mehr zu. Keine große Herausforderung. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Und ich sollte eigentlich hier auch immer nach Fallen gucken. Seid doppelt vorsichtig. Ich bin mir sicher, dass alle erdenklichen Arten von Mausefallen dort im Dunkeln nur auf unsere hineintappenden Zehen warten. Hier ist es, sieht es nach einer natürlichen Höhle und einem Lagerraum aus. Ich warte nun gut. Jetzt halt die Frage, was erwartet uns in dieser Höhle? Was immer ihr wünscht. Ein Troll, ein kleiner, ein Hobgoblin. Hauptmann, nach der Meister duldet Inkompetenz nicht. Ihr sollt seine Lieblingsgolems reinigen und ihr arbeitet nicht gut genug. Der Meister ist wütend. Für ihn sind seine Golems wertvoller als 100 von euch. Wir machen gut, Tier. Gerg nicht mitmachen, um von stinkendem Hund herumgeschubst zu werden. Bitte nicht mich hauen, Hündchen. Tut weh, tut weh. Ihr scheint falsch zu liegen, Abschaum. Der Hund ist derjenige, der winselt und das seid doch sicherlich ihr. Verschont keinen!
Auf das Gute. Folgt, wenn ihr es wollt. Gerg nicht bereit zu sterben in Stinkhaufen wie dieser hier. Ich gehen. Okay, die haben es tatsächlich geschafft, den Werwolf zu töten. Und da ist ein Durchgang. Okay, der führt wahrscheinlich auch in die Richtung da oben. Was leichtfüßig und so. Fallig. Oh, ihr benötigt etwas. Ihr da. Würdet ihr bitte helfen? Wir haben uns verlaufen. Sind Abenteurer wie ihr. Wir sind schon seit Tagen hier in der Falle und brauchen dringend die Hand eines Heilers. Kommt, kommt hier lang. Ihr habt Verwundete. Ich werde ihnen helfen, so gut ich kann. Ja, kommt hier lang. Verwundete sind hier hinten. Ja, kommt ganz nah. Das stinkt doch schon wieder nach einer Falle. Yoshimo ist bereit. Wo soll ich euch meine Fähigkeit? Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Ich warte. Das hier sieht nämlich eher aus. Ihr benötigt etwas, Fremde? Ja, der Hinterhalt hat das erste Mal funktioniert. Fallig. Glaubt, es würde nie klappen. Und jetzt sind wir versorgt. Okay, Rückzug. Furcht ist etwas für Leute ohne Selbstvertrauen. Ja, und ein höherer Wolf wäre. Du weißt schon, dass du zuschlagen kannst. Furcht ist etwas für Leute ohne Selbstvertrauen. Die Mist. Der Mistkerl heilt sich zu schnell. Gott sei Dank, er ist tot. Und zwar bevor es einer von uns ist. So, alle geheilt. Dann können wir mal gucken, was die da unten bewacht haben. Oh, ist doch noch einer übrig. Yoshimo, laufen. Angreifen. Danke. Ein stinkendes Loch des Bösen. Bedeck deine Nase, Bub, denn wir werden keine Spalte mehr erforscht lassen. Oh, sehr viel Zeug. Noch mehr Zeug. Wir hatten was frei. Ach ja, Stein zu Fleisch, das kann ja auch weggepackt werden. Wer hat noch was? Du hast noch was? Den Unsichtbarkeitstrank wollte ich hier eigentlich nicht geben. So. Ich bin bereit. Ich nichts Gefährliches, hoffe ich doch. So. Behälter ist voll, dann kommt's halt in den hier. Beißende Bolzen. Was braucht ihr? Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Mich interessiert vor allem das Horn und was ist das hier? Untote festhalten, ne? Ja, kann auch gerade nicht identifiziert werden. Gut. Ihr braucht leichtfüßig und so.
Wir werden hier unten sicherlich noch einmal rasten. Da können wir den Helm und das Ding identifizieren. Auf. Ich habe getroffen. Aber ja, nichts ist passiert. Ich habe getroffen. Ich bin im Namen des Torm. Ich werde dienen. Ich habe getroffen. Ich bin ein Ja? Dem seine Resistenz könnte ich senken. Okay. Ja. Ich bin bereit. Zeigt mir wohin. Habt ihr einen Plan? Ich schlage zu. Ich warte. Nun gut. Locken wir ihn erstmal an. Komm. Komm, großes schlechtes Teil. Nichts ist passiert. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Ich schneller als Chitzika schnell pratze. Kenntnis. So. Okay, das scheint schon mal nicht zu klappen. Das eher. Mein Bruder ist ein Hackmeister plus 12. Okay. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Einer hat getroffen. So, dann heilt die beiden mal. Kannst du was machen? Meine Waffe hat keine Wirkung. Nein, du kannst nichts machen. So, er ist verlangsamt. Okay, vergiftet. Kann ich das selber schnell wegmachen? Ich muss nur den Adamantit-Golem tot kriegen. Und dann sterbe ich selber. Okay. Bo ist noch zu jung, um mich zu. Ich würde sagen.
Dabei müssen wir ein bisschen taktischer vorgehen. Aber erst in der nächsten Aufnahmesession. Ich werde jetzt erstmal speichern. LP19 ist das dann. LP019, speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.